Herzlich willkommen zur mittlerweile zweiten Folge Lego Harry Potter. Es ist soweit, dieses unglaublich schöne Projekt ist endlich auf dem Kanal angekommen. Wir müssen 5 Banner malträtieren. Und ja, wir sind jetzt hier gerade in Hogwarts angekommen. Endlich. Und können noch absolut nichts. Außer mit unserem Zauberstab schießen. Hier gibt es kein albernes Zauberstab herumgefuchtel in meinem Unterricht. Davon ist das letzte, glaube ich. Hallo Schlange. Goldener Stein Nummer 4. Perfekt. Nee, sogar Nummer 5 schon. Dabei haben wir doch eigentlich noch gar nichts gemacht. Hui. Jetzt folgen wir erstmal dem. Ist das der kopflose Nick? Ja, ne? Das ist der kopflose Nick. Wir müssen hier trotzdem. Okay, dann gehen wir erst hier hoch. Der fast kopflose Nick. Der, genau, der fast kopflose Nick. Ich habe eine Ratte. Ach ja, Kritze. Apropos, einfach nur mal kurz ein Spoiler-Alert, hier kannst du spoilern zu den Harry Potter-Filmen kommen. Wer das nicht wusste, ja, der hat einen sehr niedrigen Intelligenzquotienten. Die Treppenhaus ist auch geil. Das Blumenmädchen da vorne ist übrigens die Tochter von Chris Columbus. Okay. Sorry, dass ihr so viel unnötiges Wissen von mir bekommt. Ich guck momentan sehr akribisch. Warte, komm nochmal zurück. Ich guck mal. Ah ne, wir können noch nichts machen. Nein. Ich guck momentan sehr akribisch den Harry Podcast von Cold Mirror. Nochmal. Sehr empfehlenswert. Sehr empfehlenswert, wirklich. Also wenn ihr unnötiges Harry Potter Wissen haben wollt und einfach euch sehr viele Stunden. Sehr viele Stunden einfach die Hucke kaputt lachen wollt. Ich hoffe, wir kriegen heute Wingardium Leviosa. Ja, da können wir wenigstens mal irgendwas. Nicht Leviosa. Oh. Ist ja fast so, als hätte ich es predicted. Das, was Hagrid auch kann. Ja, Wingardium Leviosa. Ja. Ich liebe den Lego-Humor. Ja. Aha, jetzt dafür sind Hufflepuff und Ravenclaw-Schüler gut. Man sollte vielleicht auch gucken, wie man den einsetzt. Einen haben wir schon mal. Den Hufflepuff. Wenn man das auch richtig aufbaut, kriegt man auch einen Bonus. Da steht sogar, wenn man es richtig aufbaut. Perfekt, Jan. Hallo. Danke. Okay. Da oben ist noch ein 10K. Wollen wir uns den holen? Den kannst du gleich gerne holen. Dann rette ich ihm den Schüler. Was ist dein Lieblings-Harry Potter-Teil? Das hast du mich schon mal gefragt, das konnte ich damals auch nicht beantworten. Ich weiß, dass ich den 4. nicht mag. Nicht mag's? Ja. Das ist doch der mit der ollen Tante da, ne? Nein, das ist der 5. Dann mag ich den 5. nicht. Der 4. ist das Trimagische Turnier. Das ist das Trimagische Turnier. Ja, so. Lieblingsteil habe ich eigentlich gar nicht. Ich weiß nur, dass ich den 4. von denen nicht, der 5. von denen ich mag. Schaffst du's? Ich warte auf dich, weil ich glaube, hier muss noch. Nein, du musst dem Typen erstmal ins Gesicht schießen, also neben dem Bild da. So. Ah, jetzt können wir bauen. Jetzt können wir hier vorne Zeug machen. Dass der Junge da nicht einfach so runterspringen kann. Nein, das geht nicht. Hier müssen wir in der richtigen Reihenfolge posieren. Nee, der Kopf kommt zuletzt. Hä? Das habe ich nicht angegriffen. So.
Schade für den Kopf. Yes, perfekt. Yay! Ich weiß noch, an manchen Stellen habe ich damals sogar mit Tutorial auf YouTube gespielt. Weil Klein Dodo damals einfach keine absolut, Ahnung hatte. Absolut keine Ahnung hatte. Dafür gibt's auch noch einen goldenen Stein. Ja. Du kriegst recht schnell goldene Steine in dem Game. Ja. Und ich komme immer noch. Ich will Hermine sein. Ich will nicht Ron sein. Ich mag Ron irgendwie nicht. So. Verständlich. Da, 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 da. Nächster goldener Stein. Oh, das wird. Wie war das nochmal? Man kriegt ihn nicht so schnell wie Kyber Briggs? Ich habe nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Das hat jetzt richtig viel gebracht. Aber wir können hier noch einen Schüler in Gefahr retten. Ja. Da gibt schon wieder einen goldenen Stein. Und wir müssen die Kerze anschießen. Das können wir ja mal sofort machen. Dafür gibt es noch einen goldenen Stein. Okay. Die Kerzen anschießen und die Fackeln. Fackeln, ja. Dann machen wir das einfach mal sofort. Ganz ja. Ja, perfekt. Das kannst du machen. Ist das bei Ihnen ins Maul? Ja. Aber da noch nicht durchgehen. Ich glaube, da müssen wir noch gar nicht hin. Perfekt, die Kerzen haben wir schon mal. Dann fehlen uns jetzt noch drei Fackeln. Wo auch immer diese sein mögen. Irgendwo müssen die ja sein. Hey, wir haben gleich 10 von 200. Da ist eine Fackel. Das siehst du mal, die Flammen leuchten greller, wenn wir die Fackeln schon hatten. So, nur machen wir das irgendwann anders. Ja. Irgendwann müssen wir es machen. Ja. Warte. Es gibt so viel Zeug, was wir hier machen können. Ja. So viel Zeug, was uns einfach noch Cash bringt. Geisterstats wird, glaube ich, sehr wichtig für uns werden. Weil du dann. Ein Geisterstat ist ein blauer. Also ein Cake. Blauer. Cake, ja. Okay. Wenn du die hast, bist du reich. Nice to know, ja. Ja, brauchst du später für die ganzen Schüler. Wie heißt es für die ganzen Charaktere? Die ganzen Charaktere und für die Stunts mal Multiplikatoren. Ich glaube. Ah, hier sind noch Fackeln. Die bringen aber exakt gar nichts. Aber hier ist noch was für Ron. Wie wechselt man? Mit X! Mit X, ja. Wie mache ich Kretze? Da, Kretze. Ich bin auch noch nicht. Perfekt, Leute, stehst du im Weg. Danke für dich. Perfekt. Da. Ich habe gerade irgendwas 1 von 4 gemacht. Boah, hier gibt es so viel Zeug, was man machen kann, das ist unglaublich. Das kann, glaube ich, nur Hermine machen, ne? Aber ich weiß nicht, ob sie es jetzt schon kann. Ich gucke mal nach. Probier es mal aus. Ja, sie ist schon schlau. Hermine ist immer schlau. Aua. Es gab einfach nur viel Cash. Ja, aber hier gab es noch brauchen was wir mal aus. Guck mal. Hier ist ein Apfel.
wir machen gerade schon sehr viel Zeug, was eigentlich erst gerade im Jahr 2, 3 oder 4 dran kommt. Egal. Egal, dann haben wir es immerhin schon mal. Nee, du bist kein Hufflepuff. Oh, schade. Aber ich würde sagen, wir fügen uns an, Dumbledores Anweisungen und gehen in die große Halle. Ja. Das war extrem gut geworfen, möchte ich nur kurz anmerken. Troll im Kerl. Kommt das schon so früh im Film? Was? Der Troll? Naja, nee, eigentlich nicht. Du hast halt erst vorher sehr viel Stuff an, wie heißt es, sowas wie, du hast sehr viel Stuff, wo du einfach Hogwarts kennenlernst. Ja, ja. Aber klar, das macht hier im Videospiel wenig Sinn. Darum hat mich das gerade leicht verwundert, dass du. Zum Beispiel hast du die wie gesagt, du hast auch nur 6 Level pro Dings. Ja, ja. Du hast halt die Flugstunde von Madame Hooch vorher, du hast... Du stehst im Weg. Das gibt's noch vorher alles. Ein Zaubertrank braun bei Snape gibt's vorher noch. Na ja, gut, ne? Es gibt eine Szene in der großen Halle. Ja, die Anfangsszene hast du ja auch... Ja, okay, die Anfangsszene haben wir auch gesehen. Aber klar, das macht halt wenig Sinn für das Videospiel. Hält da gerade ein Fisch die Erde? Bong! Kleine Meerjungfrau. Eine Meerjungfrau, ja. Das ist Hogwarts, das hinterfragen wir nicht. Nee, Oh. Ich könnte schon mal basteln. Wie wechselt man die Zahl? Lass mal die Steuerung reinkommen. Slytherin! Wir kriegen irgendwie nur die Slytherin-Abzeichen. Boah. Ob das wohl was bedeutet? Aber ich bin ehrlich, ich habe den Test gemacht, ich wäre auch in Slytherin. Ernsthaft, hast du mich gerade runtergekickt? Die Fackel da oben zaubern. Soll halt auf die Zaubertaste nicht loslassen, wenn man gerade am Zaubern ist. Ich finde schön, wenn du am Zaubern bist und den Zauberstab loslässt, fliegt einfach alles quer überall rum. Das ist gut gemacht. Bowling! Aus Versehen ein Erstklässler erschlagen worden. Wie viele Blumenvasen fehlen uns noch? Ja. Ich glaube 2 oder 3. Eine. Oh. Und gar nicht. Warte, ich komme. Wo ist die letzte verdammte Blumenvase? Ich glaube, die ist nicht da drin, oder? Ich weiß nicht, ob man die ja überhaupt schon drankommt oder ob man die erst freischalten muss. Weil du kannst halt immer nicht immer alles auf einmal. Ja, ich weiß. Hier gibt es zum Beispiel auch keine Minikits in dem Game. Ja, dafür gibt es ja die Hauswappen. Aber es sind halt nicht 4 und das sind halt 4 und nicht 10. Ja, in Lego Star Wars gibt es auch nur 5. Krieg ich bitte auch. Ja, perfekt. Dann komm mal rein. Der Troll. Der Troll muss nochmal auf Toilette. Ja. Ich meine, er wirkt ja sehr zivilisiert. Er wäscht sich sogar die Hände.
Schrei doch nicht Hermine an. Jetzt ist sie gerade dahin gerannt, wo der Troll war. Scheiße. Der klopft sogar an. Erstmal ein bisschen sauber machen. Ja, warum auch nicht? Putzen. Ich glaube, hier vorne gibt es sogar noch was. Ja, auch. Aber nicht für uns. Obwohl, doch, die Lampen können wir noch. Und die da vorne noch. Ja, Hauswuppeln. Ravenclaw. Wie auch immer, ich glaube, diesen Schüler in Gefahr rettet man jedes Mal einfach. Wir haben ihn einfach gerettet. Ich weiß, wir wissen zwar nicht, wo er war. Ja, im Klo. Bonk. Das Level ist aber halt eigentlich voll kurz. Das ist echt verdammt kurz. Bonk. Okay. Ich glaube, du musst loslassen. Genau. Ja. Der schläft nur. Der, dem geht's gut. Praktischer Zauber. Ja. Wer könnte wohl der Bösewicht sein? Wow, wir waren voll gut. Wir haben diesmal sogar doppelt so viel Hauswappen gefunden. Ich gehe davon aus, dass es noch eins für die Blumen geben wird. Und eins für die Ritter. Meine ich, oder? Nee. Da war noch irgendwas, was du sprengen konntest. Oder ja, oder da. Geschichte fortsetzen? Nächstes Mal. Mhm. Danke, Jan. Well. Hast gut gemacht. Ja, du tippst immer auf Geschichte fortsetzen. Hey, guck mal hier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Adios. Ciao.